Scheiß Uhr. Und da ist mir Skyrim wieder abgeschmiert. Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Elder Scrolls 5 Skyrim. Dark Souls. Beides. Das Spiel ist eine Mischung aus beidem. Das ist nämlich jetzt ultra hart geworden. Ich mach mal Licht aus. I mean, who in the right mind would eat a giant stow or troll fat? As for eating thistles and antlers, that sounds painful. Ist sie schon fertig? Hab jetzt mal Licht ausgemacht. Dauert ja eh lange. Ich wollte nochmal die Stimme überprüfen, also dieses Mikrofon hier, wie laut das ist. Und war dann aus dem Spiel raus. Dann gehe ich wieder ins Spiel rein, drücke eine Tastenkombination, ist Skyrim abgeschmiert. Einfach so beendet. Aber besser, dass es vorher passiert, als später, ne? Guck mal, selbst die Köpfe sind verdreht. Oh, ich dachte, die geht auf. Dovahkiin. Ey, ohne Scheiß. Ich krieg gerade nicht Gänsehaut auf mein Gesicht. Das mit Truhen. Meistertruhen. Die sind immer so übel. Ich meine natürlich Scheiße. Ich habe so spastische Anfälle, das weiß noch niemand, seitdem ich hier 50 Jahre Skyrim Let's Playe, habe ich so bestimmte Anfälle. Guten Frühling. Oder auch mal Zeit. Alter, Nord 2, ne? Boah, ist das Ding viel wert. Ich nehm's nicht mit. Für mich sind andere Dinge wertvoll. Wie zum Beispiel. Oh! Scheiße! Alter, das kann, Alter, was ist da mit dem Spiel los? Horror! Ah. Mein Herz. Alter. Und aus diesem Grund spiele ich keine Horror-Let's Plays. Ey, ohne Scheiß. Ey, mir kommt die Düse bei sowas, das kann man nicht machen. Ist der echt? Alter, und dennoch noch in Farbe, ey, das kann man doch nicht machen. Der hat einen Apfel im Mund oder was auch immer.
Der ist auch genauso postiert, dass man den sieht, wenn man hier rumgeht. Man denkt, der greift einen an. Alter, das kann doch nicht wahr sein, ey. Wer hat mir diese Mod empfohlen? Den mache ich fertig. Wenn du mir die Mod empfohlen hast, sei froh, dass ich den Namen vergesse. Wenn du einen Kommentar schreibst und sagst, ich habe das die Mod empfohlen, Alter, ich mach dich so zur Sau. Halt die Klappe, ich will hier nicht mehr sein. Fuß runter! Oh, das kann man nicht machen. Ey, das kann man nicht machen, das geht nicht. Und da muss ich jetzt durch, Alter, das geht nicht. Was? Todeszone? Instant Death? Willst du mich verarschen? Wir waren hier links noch und rechts noch nicht, ne? Alter. Mein Herz. Dum-dum-dum-dum-dum. Meine Finger, meine Hände schwitzen. Ich krieg Gänsehaut überall. Speichern. Ne, ist nix. Oh, ist das eklig hier. Alter, halt doch mal deine Fresse. Exit Keys. Hauptsache Exit Keys. Genau, wir haben ja nicht genug Exit Keys. Nehmen wir den Kleiderschrank. Das meint ihr also mit Horror Let's Play? Horror Let's Play. Horror Dingensenbummens. Ich glaube, ich muss mein Gehirn mal ausschalten. Ich laufe jetzt nur noch durch. Erstmal so 20.000 Türen hinstellen. Dann irgendwie so Viecher, die einen angreifen. Oder einfach so quick spawnen. Oh, hier ist doch bestimmt auch irgendwie so eine Todeszone oder so. Willst du mich verarschen? Du guckst hier hin, ne? Denkst dir nichts bei und dann drehst du dich um und dann siehst du das da. Alter, wer hat die Mod programmiert? Der ist ein Arschloch. Ohne Scheiß, er ist ein Arschloch. Er ist ein Sadist. Das muss doch irgendein Entwickler. Der muss doch Entwickler bei Dark Souls gewesen sein oder so. Ist ja irgendwas Lebendes überhaupt? Alter, ist ja alles heiß hier. Das Schwert ist heiß übrigens. Sehr interessant. Vor allem hier ist nichts, ne? Guck mal, das spawnt erst, wenn ich hier um die Ecke gehe. Siehst du? Pff. Oh Mann. Alter, auf die Aufnahme freue ich mich, wenn ich dir gleich gucke. Alter, Instant Death Todeszone. Das willst du mich verarschen. Oh Gott. Oder wie einer meiner Lieblings-Let's Player Hose zu sagen pflegt, for fuck's sake. Oh, wo ist denn denn der Point hier? Alter, der Schocks ist immer noch tief. Oh, sag mal. Ich mach gleich Unlock-Sheet. Ah, da. Haha, siehste.
Guck mal, Skill. Ja, ich weiß, das nehme ich noch mit, was da drin liegt. So, speichern. Das Spiel scheint ja ein richtiger Arsch zu sein. Sollte hier nochmal speichern. Ich darf hier offenbar nicht raus. Und wenn das schon so aussieht, dann... Ey, hier wird doch garantiert was passieren. Ich komme ihn zur Truhe hin. So? Die Truhe soll einen locken. So nach dem Motto, geh hier hin. In der Truhe ist garantiert nix. Die soll einfach nur einen hinlocken. So dass man direkt stirbt. So, wir haben die erste Hürde, die zweite Hürde übersprungen. Jetzt weiß ich nicht, in welche Richtung ich gehe. Hauptsache keine Jumpscares. Jumpscares sind die schlimmsten. Ich muss mal kurz meine Nase, da ist irgendwas drin. Man sagt ja, man soll nicht popeln während des Let's Plays. Oder während man irgendwie in der Öffentlichkeit ist. Ich bin nicht in der Öffentlichkeit. Ach, das ist meine Fackel, die da so rumflackert. Alter, ich dachte gerade, jetzt geht's los. Ich glaube, während meines Schocks ist dieser besagte Popel die Nase weiter runtergerutscht. Ich hoffe. Übrigens, ein Negativ-Daumen oder zwei negative Daumen eigentlich bei einem ESO-Video gekriegt, wo ich immer permanent geschrieben habe, Trödelfüßesfarben, Trödelfüßesfarben. Mag jemand mich nicht? Tja, ich mag dich auch nicht. Ich habe schon wieder einen Schaden gekriegt, also einen Schaden in Schockform. Alter, ich will hier nicht mehr sein. Huch, ne, ich wollte eigentlich hier so und... Lass ich mal kurz hier hochgucken. Dark Souls. Wahrscheinlich werde ich auch gefragt, unter diesem Video, wird es ein Dark Souls Let's Play geben? Es ist nicht Let's Playbar. Außerdem gibt es da sehr viel lustigere Leute, zum Beispiel Time to 3 kann ich euch auch empfehlen. Da spielen drei... Ist glaube ich eine Vierergruppe eigentlich. Aber Dark Souls wird da auch als Walkthrough drin. Und die spielen das da sehr, sehr gut. Die spielen es, glaube ich, nicht durch, aber die spielen sehr, sehr gut und lustig vor allen Dingen. Das kann ich auch so empfehlen. Was ist das für eine Treppe hier? Mann, ist die tief. Die hört ja gar nicht mehr auf. Vor allem, da muss ich wieder zurück und dann steht da an irgendeiner Ecke wieder irgendwie so ein Typ, der macht Buh. Diese Stimmen, die machen das übrigens nicht. Wett. Ich bin Erzmagier, ich darf das. Ich bleib beim Skycutter, ich hab hier voll zu viel Schiss. Estate? Oder Estate? Warum Estate? Komm, ich bring dich zu Estate. Oh ne, da hinten bewegt sich was. Bin ich kleiner geworden, oder? Das ist eine Mauer, ne? Oh.